Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir das nochmal zurück. Ja, jetzt müssen wir das mal zurück machen. Okay, also, lesen. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim, folgt Rachel zum Leuchtturm. Schilderungsvorzahl. Rachel Amber 18 wurde um 14 Uhr bla bla wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde vom Sicherheitschef bla bla gemeldet, der sich bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Die hatten definitiv was. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal, warum er sich an Kate... Warum er sich angemeckert hat? Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung... Moment. Über Besorgung für die Vortex-Party reden? Drogen? Kate mit ihren Kirchengruppe beobachtet. Er kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Hä? Kate hält sich seit der Vortex-Party von den anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Besuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig? Das sind alles Verdächtigungen ohne Anhaltspunkt, ohne alles. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Ja, ich glaube, das wollte ich vorlesen, oder? Mein Portfolio? Schau im Internet. Mad Max. Max Factor oder Noah Angel. Ich bin Klofeld-Schülerin. Nichts, mein Stundenplan. Fuck. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Okay. Ich glaube, ich kann hier einfach gerade wieder rausgehen, oder? Kann ich das einfach so machen? Ja, ich glaube schon, oder? Okay. Oh Gott, Taylor. Hey Max, wollte nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Du hast dich für Kate eingesetzt, als es sonst niemand tat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Nicht gut genug, um sie zu retten. Oh, ich bin hier, wenn du reden willst. Das bedeutet mir viel. Bis bald. XO. Komm, Chloe, wir gehen. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. Uh-huh. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Uh-huh. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, okay. What have you done besides get in trouble? Ooh. Was mache ich denn? Zum einen hat Chloe schon recht. Er übernimmt die Rolle auch zu militärisch. Da ist zu viel Spekulation, zu viel Mutmaßung, zu viel Verdacht und Misstrauen
schon im Grundverhalten drinne. Zum anderen glaube ich tatsächlich, dass er das wirklich gut meint. Also, versteht ihr? Das ist keine böswillige Interaktion, die er da betreibt, oder, sondern er möchte wirklich die Leute schützen. Er möchte dafür Sorge tragen, dass Anstand herrscht. Ich glaube, er hat einen guten Beweggrund, den er einfach nur beschissen umsetzt. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist jetzt schwer. Ergreife ich für ihn Partei? Könnte man denken, dass ich seine Methoden gutheiße, die ich nicht gutheiße? Ich aber seine Inter also, seinen Hintergrund, warum er das macht, verstehe und eigentlich gut finde, aber die Art und Weise, wie er es macht, beschissen. Unterstütze ich Chloe? Stelle ich ihn richtig beschissen dar? Gar paranoid? Und würde den Grund, warum er das macht, angreifen. Und er sieht sich in diesem ganzen Konstrukt, was er da gerade tut. Das ist seine neue Welt, die er sich aufgebaut hat nach dem Militär. Und da sieht er sich dann angegriffen. Also das ist jetzt reine Mutmaßung, wie ich wahrscheinlich denke, ne? Puh. Ich meine, ich habe keine Zeit, die abläuft. Ich muss mich für was entscheiden, aber ganz ehrlich, ich scheine ja als die Bodenständigere wahrgenommen zu werden. Vielleicht nimmt er das als Ansatz, die Art und Weise, wie er es macht, mal zu überdenken. Also ich werde für Chloe Partei ergreifen. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Ooh. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, Ooh. David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for turning to David. Spreche ich jetzt nochmal? Also, ich weiß nicht, was ich jetzt für Vorlagen kriege, mit was ich jetzt mit ihm interagiere. Ich würde jetzt ja nochmal auf ihn eingehen und sagen, pass auf. Darum, wieso, weshalb tust du es, verstehe ich, aber du machst es falsch. Also ihn aufzeigen, was die Punkte sind. Es ist halt nur die Frage, was für ein Typ Mensch ist er. Ist er bereit, jetzt gerade in dieser Lage darüber zu sprechen oder nicht? Das ist halt jetzt so eine 50-50-Sache, ne? Gehe ich auf ihn ein? Gehe ich nicht auf ihn ein? Wenn ich mit Joyce jetzt rede, wirkt das schon eher, dass wir zusammenhalten. Ich spreche mit ihm. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Okay, Statement, kann ich verstehen.
Komm, Chloe, wir gehen. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Wir gehen. Wir gehen. Listen. When I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Ooh. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Was ist der da? Das ist Cookie-Teig? Nee, der hat eine Gabel. Aber das ist ja auch kein Pancake. I can't believe I'm out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Hey, du machst jetzt was für Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Nasty shit. Locked. Careful, Max. Cujo ahead. Ich könnte auch von oben drauf rein oder so. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Papa. Maxim, Papa hier. Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Ich weiß, du bist traurig, aber deine Mutter. Kitty. Kitty, danke für den Follow. Maxim, Papa, ihr verzeiht. Guck, jetzt habe ich den Satz komplett durcheinander gemacht. Verzeih mir, dass ich mich gemeldet habe. Ich weiß, dass du traurig bist, aber deine Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht stehende getan hast. Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf deine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war hart hier. Bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später, Max. Oh, Papa Sweet. Papa Sweet. Okay, der Look von ihr ist jetzt aber nicht so schlecht. Okay, Chloe hat irgendwas gesagt. What the fuck is this? Schauen wir mal gerade. I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Damn, there has to be food for you somewhere. Okay, ich muss jetzt ja eigentlich in das Restaurant gehen. Ein Vogel. Oh, ich mache ein Foto davon. Wollen wir wetten? What is going on here? Warum liegt ein toter Vogel? Ist der von der Scheibe gefahren? Noch ein Vogel? This is so creepy. Wieso liegen hier überall tote Vögel? Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Kann ich mit dir irgendwie was machen? Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Richtig. Klimawandel. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? Uh-huh. He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Kann er sein Hexer verbrennen? I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Haben die das damals... Spur ich das zurück? Nee. Haben die das damals mit Hexer auch gemacht? Bei Hexen weiß ich ja, dass sie verbrannt haben. Haben die das mit Hexer auch gemacht? Hey, no photo, girl. Warum? Hey, how's it going? Peachy. Interview over.
Worst interview ever. Some punks messed with the train tracks, and now I have to wait for 3 days until I get my cargo. Time is money for a guy like me. Oh yeah, that sucks. Wish I could drive right out of goddamn Arcadia Bay. The whole town is crumbling. Snow, eclipse, that slut suicide. Alles klar. Nächste Folge, liebe Freunde. Ich glaube, ich sollte ihm sagen, dass er gehen soll. Aber das finden wir aus der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Sly.